Motiv. Und ich möchte, dass der Zuschauer, der das Bild sieht, erstmal die Malerei sieht und dann, wenn er möchte, kann er dann seinen Kopf drehen und dann sieht er das Motiv. Und wenn ich an einem Bild arbeite, dann kleckst es runter, oder wenn ich mal zum Beispiel mit Papier erwische, dann fällt es zum Beispiel einfach auf den Boden und es klebt dann durch die Farbe und so weiter. Und das ist einfach ganz viel Arbeitsprozess. Oder wenn man zum Beispiel Aufnahmen von einer Atombombe macht, dann sieht man auf dem Filmmaterial sogar die Spuren, die nuklearen Radioaktivität, die kann man richtig auf dem Filmmaterial sehen. Und diese Idee habe ich weiter gesponnen, indem ich zum Beispiel dann gesagt habe, okay, man kann das auch mit Asche machen oder man kann auch die Leinwand verbrennen und das visualisieren, diese sehr zerstörerischen Auswirkungen einer Atombombe. Und daneben hat es eben diesen Galeriecharakter, also wie so eine Ahnengalerie. Die Kunst wird hier patentiert worden, als man geht, wieder als man von der Atombombe. Die meisten ist es Tassen und dann auch ein paar Zimmer. Und dann habe ich ja gesammelt, wie ich auch früher mit Pappe gesammelt habe, sodass ich das Konsum. Okay, willkommen. Konsumgeschichte, also mit verschiedenen Beschriftungen und Sachen, die man wiedererkennt von Supermärkten, diese Milka-Schokolade. Wurde ein bisschen reduziert und stattdessen kam etwas anderes. Aber das ist eine andere. Aber das ist auch ein Symbol für Fruchtbarkeit, genauso wie die Mutter von Mama. Und die Louis Bourgeois hat auch eine Skulptur gemacht, die genau so aussieht. Aha, okay, verstehe. Das ist eine andere Skulptur von Louis Bourgeois. Okay. Was ist diese Mann? Ist Mese oder so? Das ist Jonathan Mese, vielleicht aber auch nicht. Also viele sagen, dass das Jonathan Mese ist, aber es ist eigentlich so mehr steht. Für einen Revolutionär, der auf einem Pferd als Reiter führt mit der anderen Gruppe und er ist auch vorne. Das ist ein Acryl, das trocknet schnell und ich mag es vor Ort, wenn ich vor Ort male, dass es schnell trocknet, weil dann kann ich das auch gleich mitnehmen und nach Hause tragen. Aber du musst auch sicher sein, dass du malst. Ja, das stimmt. Ich bin erstmal so wie auf der Jagd, erstmal auf ein Motiv suche, dann finde ich ein Motiv, dann male ich vor Ort, das dauert also einen Tag, dann bin ich fertig und dann ist das der Moment. Das Material ist sehr wichtig. Ja. Es findet auch innerhalb des Arbeitsprozesses statt, dass da ganz viel Materialität entsteht. Ne? Also dass da mal ganz dick Ölfarbe da ist, dass das Papier mit seiner Materialität, der Qualität des Papiers so in den Vordergrund kommt und dass da mal was Basierendes dabei ist, was Dickes. Also wenn man dieses Bild da hinten sieht zum Beispiel, das hat ja eigentlich eine tolle Ästhetik, dieses Rote. Also das Bild nennt sich 300.000 Grad, das ist die Temperatur, die da entsteht. Und
man das erstmal überlegt, wie viel Hitze das eigentlich ist, das ist die Sonnenoberfläche, von der wir sprechen, Millionen Grad, dann kriegt es auf einmal einen unheimlichen Schrecken mit diesem intensiven, aggressiven Rot auch noch dazu. Sozusagen einen regeln Kopf gehabt, wo ich so ungefähr Sachen haben wollte, aber ich habe ja auch so viele Tassen benutzt und sie lagen da in einem Berg und das gehört ja auch dazu, dass es auch Zufälligkeiten auch da drin ist und dass auch etwas passiert, wenn man das macht.